antwortet ihm Adorno, der ein großer Feind war von dem Buch Die Zerstörung der Vernunft und gesagt hat, das sehr bösartige Beaumont geprägt hat. Am krassesten zeigt sich die, an dem Buch Die Zerstörung der Vernunft die von Lukács eigene. Was Adorno gesagt hat, ist diese Menschenstümpfe von Beckett. So ist es doch. Das heißt, es geht ganz stark darum, dass scheinbare Beschreibungen, also der Kampf um den Realismusbegriff, den zu bestimmten Zeiten beide Parteien für sich beanspruchen, das ist das Faszinierende. Und den Hax dann zurückbinden will, indem er sagt, Position, Negation, egal, bei mir ist der Pol Realismus, um diese Schlacht zu entscheiden, um diesen umstrittenen Begriff. Es ist ganz selten so, dass zwei Feldzeichen haben, die gegeneinander sind. Selbst die übelste Scheiße, wenn von irgendetwas Gutem eine Hoffnung geweckt ist, muss diese neuen Symbole, es hieß Nationalsozialismus. Ja, die haben, also, das heißt, es werden konkrete Begriffe umstritten und nicht einer sagt brav, wie wenn Kinder spielen, ihr seid die Bösen, ihr seid die Guten, sondern beide wollen die Guten sein. Und das heftet sich an bestimmte Begriffe und das heftet sich in der Kunst, als einmal sozusagen der Siegeszug der Prosa begonnen hat und als einmal klar war mit der bürgerlichen Entwicklung, dass Kunst noch andere Aufgaben hat, als zu gefallen. Dass sie überhaupt, als dieser Anspruch in der Welt war, den ja auch Huxley teilt, der nur sagt, das Niveau muss höher sein. Wir müssen sozusagen die mythologischen Stoffe benutzen und nicht einfach Arbeitsdramen schreiben oder so. Da hat er natürlich auch den Anspruch, dass es irgendwas zu tun hat mit der Welt, in der er sich befindet. Und der Streit geht dann nur darum, in diesem Anspruch zu sagen, es geht um Realismus, steckt in dem scheinbar deskriptiven der Formulierung immer ein normativer und programmatischer Anspruch. Das heißt, wenn Huxley sagt, Realismus ist, es ist schön, dann steckt da drin der Anspruch, die DDR ist schön und wir machen sie schön und sie wird immer schöner und macht sie nicht kaputt, ihr Idioten. So, und wenn die anderen sagen, es ist realistisch, so. Das heißt, er hat sozusagen auf eine Weise recht, die er gar nicht sagen kann, solange der Kampf um diesen Begriff noch andauert. Und die anderen auch nicht. Und wenn wir jetzt im Rückblick auf diese Epoche gucken, dann stellen wir fest, am realistischsten war nicht die Position der einen Seite oder der anderen, sondern dass dieser Kampf stattfand. Da steckt der Realismus der DDR-Literatur und ein vergleichbarer Kampf auf einem vergleichbaren Niveau ist nie aus der Nachkriegsgeschichte im Westen nicht. Also wenn Sie jetzt nur ganz kurz sozusagen, führt das dann nicht auch so, abgesehen vom Realismus, was ja letztlich eine erkenntnistheoretische Frage ist, also, beziehungsweise das Realismuskriterium ist ja ganz einfach, ist das der Fall, egal wie ich das, genau verorte, also ob ich jetzt der Fall in irgendwelchen Verdinglichungen sage oder in Verhältnissen, die dahinter stecken, aber ist das der Fall, was da beschrieben wird? Aber es geht ja eigentlich auch noch weiter bei der ganzen Romantikgeschichte, ist ja dann, das ist dann der praktische Punkt, wie ist die Tendenz der ganzen Geschichte? Ist es ein Berauschen am Negativen oder ist es etwas, was eine Entgegensetzung der Wirklichkeit und einen utopischen Gehalt hat, was dann zugleich automatisch etwas Positives hat? Das ist heute schon gefallen in der Anthropologie. An diesem Bruch radikalisieren sich beide. Wir haben wahnsinnig viel darüber gehört, wie sich Huxley radikalisiert hat heute. Aber Müller hätte am Anfang sicher auch gesagt, das Negative wird betont, weil das Negative vorhanden ist und weil wir damit arbeiten müssen. Und wenn man die späten Interviews liest, die genauso kokett, genauso polemisch, genauso selbststilisierend sind wie die von Huxley, dann hat er plötzlich Freude am Kaputten. Dann sagt er plötzlich, das ist eine anthropische Konstante. Es ist sowieso nur Blut, Gemetzel und Scheiße auf der Welt vorhanden. Das hat ja der frühe und mittlere Müller so nicht gesagt. Das heißt, in dem Moment, wo das mal klafft, gibt es auch einen immanenten Drall. Der mittlere schon, also der frühe nicht. Ja. Genau, also der, sagen wir mal, der Hax den Müller gut fand. Ja, ja. Und vielleicht noch weiter, der Müller den Hax gut fand. Ja, ja. Und vielleicht noch weiter, beide, als sie überhaupt noch miteinander hätten sprechen können. Denn das ist der Punkt bei diesen späten Diskussionen. Wenn Müller sagt, alles ist Blut und Sumpf, da kann ich tatsächlich nicht mehr drüber reden. Also es ist vorhin festgehalten worden, dass er sozusagen gewisse Diskussionen ganz verbieten will. Was war es? Oder also wir haben über Nietzsche geredet, als es hieß, den überhaupt zu kennen, habe ich. Affirmation zum Bestehen. Den habe ich überhaupt, wenn Habich sagt, den Nietzsche überhaupt zu kennen, ist Geschmack. Das ist tatsächlich eine Bewegung in diesem Go-Spiel, schwarze und weiße Steine sozusagen. Gibt es tatsächlich, also Go ist ein japanisches Brettspiel, in dem es nur schwarze und weiße Steine gibt, wo man nicht ziehen darf, sondern nur positionieren und dann ist man da. So. Und so sind so Debatten häufig, weil positionieren und dann ist man da, ist die Natur der Schrift. Hier geht das anders, aber wenn ich mal irgendwie in einem Tagungsband oder auf einer Rede oder sonst irgendwo, wo dann Leute privat wieder im Tagebuch kommentieren können und so weiter, das ist, ich habe den Stein einmal gesetzt und dann geht der Rest der Evolution sozusagen immer an der Wand lang. Also die einmal geschaffenen Fakten einer Debatte sind nachträglich nicht mehr zu durchbrechen. Ja?
eine Frage zu Ihrer eben veräußerten Wertschätzung dieser Diskussion, dieser höchst kontroversen Diskussion. In der DDR. In der DDR. Ja. Und Sie haben ja auch gesagt, dass wir nichts Vergleichbares im Westen gehabt haben und momentan eher noch weniger haben als vorher. Das liegt natürlich generell wahrscheinlich daran, dass in der DDR, anders als in der Bundesrepublik Deutschland, die Literatur, die Kunstausübung generell nicht für Graffiti gehalten wurde, sondern für irgendetwas. Für Quatsch, für Unsinn, für Ornament, für... Ja, ja. Haligami. Ja. Wenn aber jetzt diese Diskussion dieser Wertschätzung entspricht, woran hat es denn gelegen, und das ist eine Frage, die auch im Anschluss an die Äußerungen zu den Erfahrungen bei den Diskussionen in der Akademie interessant ist. Woran hat es denn gelegen, dass diese so kontroverse Diskussion nicht so produktiv geworden ist, dass sie an Attraktivität gewinnt und irgendetwas produziert? Eine positive Antwort, also eine optimistische Antwort und eine schlimme. Die optimistische ist an der Arbeitsteilung. Das heißt an der Tatsache, dass in dem Moment, wo die Schriftsteller über etwas reden, das wie wir gerade gesehen haben, wahnsinnig viel damit zu tun hat, wie die gesellschaftliche Realität ist. Die Frage ist, gibt es Kanäle? Also gibt es die Möglichkeit, dass die Leute, die dann später demonstriert haben und Ähnliches, verstehen, dass DT Fabula Narratur, also dass es in diesen Debatten um sie geht, um diese Frage, was für eine DDR ist das, was für eine DDR soll das sein? Oder ist es nicht so, dass in dem Moment, wo die Arbeitsteilung halt so ist, Kopf, Hand, Alltag, Kunst und so weiter, ob das sozusagen eine strukturelle Problematik ist, wo sich dann halt gleich der Gedanke dran anschließt, die Arbeitsteilung abzuschaffen, ist aber halt kein realistisches Rezept dagegen, weil sozusagen auf dem Stand der, Entschuldigung, nochmal marxistisch-Produktivkräfte, geht es halt nicht anders, als dass sozusagen Leute noch berufsdichter sind in irgendeiner Weise oder Leute eben berufsmäßig was anderes sind. Die optimistische Antwort würde also sagen, je nachdem wie der Stand der Produktivkräfte veränderbar ist, ist es vielleicht zu irgendeinem historischen Zeitpunkt möglich, dass der Wert solcher Debatten nicht nur sozusagen 20 Jahre später in Protokollbänden aufscheint und uns beschäftigt, sondern tatsächlich in die Zeit hinein zurückwirkt. Keine Ahnung, ich hoffe es sehr. Die pessimistische Antwort ist, weil eben damals sowieso alles schief ging, wie wir ja wissen am Ende. Da gibt es noch eine andere Antwort. Ein sehr junger Freund von Hax hat gesagt, die Bundesrepublik hat in 40 Jahren keinen Blankvers hervorgebracht und ich bin für Blankverse. Ronald Tschernikow. Ja, er war ja nicht nur dafür, das wäre ja selber noch nichts, er konnte. Naja, die Jens zum Beispiel und es gab eine Reihe von guten Grammatiker in BRD, die mit blanken Versen. Ich glaube, was die Debatte eigentlich meint oder der Wortwechsel zwischen Tschernikow und Hax an der Stelle eigentlich merkt, ist wieder nicht irgendwas Totalisierendes, dass nirgendwo irgendwo etwas entstanden sein kann in der Zeit in der BRD, sondern gemeint ist hier, glaube ich, und da wollte ich eh noch was sagen zu dem Ernsten meinen, gemeint ist, ihr wollt ja nicht, und die Antwort Tschernikow, doch, wir wollen. Zwar nicht viele, aber es gibt welche, die wollen. Das heißt, Hax war jemand, der durch diese statuenhafte sozusagen Figur, die er eben sein musste, weil er dieses Programm hatte, häufig gearbeitet hat, nicht nach dem Muster, mach doch mal bitte, sondern nach dem Muster, ihr Idioten, ihr könnt ja gar nicht. Die Absicht war aber dieselbe wie bei jemandem, der sagen würde, mach doch mal. Das heißt, hätte er nicht gedacht, dass da irgendwas entstehen kann, hätte er auch nicht geschimpft. Also Tatsache ist doch, wenn ich einem Freund vorwerfe, du Geizhals, dann glaube ich doch nicht, der ist ein Geizhals, sonst wäre es ihm doch völlig egal, dass ich ihm das vorwerfe. Es ist ein Appell an die bessere Möglichkeit. Deswegen dieser Begriff der Utopie, der die ganze Zeit vorkommt. Er hat es nur nicht schmalzig formuliert. Es wäre ihm halt zu blöd gewesen, Utopie und Ideal in dieser Form des sozusagen, Entschuldigung, wenn ich jetzt jemandem was tue, Erich Fried. Und das hing natürlich zusammen mit der Vorstellung von Präzision und Gewetztheit und so weiter. So wie seine Verse waren seine politischen Interventionen. Und man kann ihn nur als Ganzes nehmen, wie er über sozusagen der Sozialismus sagt, der Mensch ist ein System. Peter Hax ist eine Figur. Peter Hax ist nicht irgendwelche Sentenzen, die man sozusagen so Legosteinmäßig rumschieben kann. Und insofern würde ich sehr mit ihm einig gehen, was diese Verurteilung des Fragmentcharakters angeht. Wenn es denn Schriftstellerinnen und Schriftsteller gibt, wo das geht, beliebig rumzuschieben, ist das ein Indikator für Schwäche des Ganzen, meiner Meinung nach.
Der Vortrag hat ja nicht alles gemacht. Ich sage das nochmal historisch überordnen und nochmal Hacks. Also das deutsche Romantik, das fand ich so interessant, dass man also diesen Angriffspunkt von Hacks da nochmal fixiert, deutsche Romantik. Das heißt also aus einer bestimmten Behauptung. So bei staatwerdenden Kapitalismus. Ja? Spezieller Staatswerdung des Kapitalismus in Deutschland. Aber eben verreckt, also der Scheiter, die waren eben nicht imstande. Ja. So. Also das wäre jetzt die Frage, wie man diskutieren könnte. Ja? Also ist die Romantik praktisch bürgerlich und da kommt der Begriff von Demokratstand, also in die indirekte Apologetik zu reichen. Also ist sie bürgerlich oder ist sie soldat? Pro bürgerlich ist nicht pro soldat. Hack sagt, sie ist pro bürgerlich, natürlich pro soldat. So. Sie haben dann gesagt, es ging bei der Romantik eigentlich, oder Hacks bei der Romantik, um die Frage des Erbes. Also was ist zu erben? Und Sie würden die Klassik ausgestrahlt haben. Wenn wir jetzt aber an die Ursache, also an den Beginn gehen, dann ist ja da noch kein klassisches Erbe vorhanden. Es ist die Aufklärung vorhanden. Also der Punkt wäre ja dann der Ansatz an der Aufklärung. Also wie geht man mit der Aufklärung um und wie geht man mit dem Sturm und Drang um? Und da der Vortrag ja doch von einem aktuellen Motiv getragen ist, ist also die Frage, wenn Sie gesagt haben, das ist gibt eine weltweite Ausdehnung, also haben wir sozusagen die Staatswerdung des Kapitalismus in deutscher Variante weltweit, ist das eine These, die da drin steckt? Und der zu dem Wort Niedergang was sagen. Worin besteht jetzt die Konstellation? Also welche, wenn man jetzt die Hacksischen Perioden aufnimmt, oder die Literaturperioden aufnimmt, Sturm und Drang, Aufklärung, Sturm und Drang, Klassik, wo sehen Sie als Literat Ihr Anknüpfungspunkt oder Ihr Kontra? Drei Sachen. Also, pro feudal, pro bürgerlich. Ja. Hax sagt die ganze Zeit, es ist eigentlich nicht zu bestimmen, wofür die eigentlich sind. Die sind gegen was. Das meint er mit dem Begriff der Form. Form meint der äußerste Linke, äußerste Rechte. Das heißt, sie sind so lange bürgerlich, wie es gegen den Fürsten geht. Und sie sind so lange feudal, wie es gegen die aufgeklärten Bürger geht. Aber objektiv waren sie doch im Interesse des Bürgertums bis heute. Objektiv. Es wäre eine interessante Frage, ob ein Bürgertum so weit herunterkommen kann, dass es nicht einmal mehr imstande ist, damit noch etwas für sich zu reißen. Weil es diese Dichter nicht mehr versteht, die für es gearbeitet haben, dann ist Schluss mit dem objektiven Flächendeckung der Fall. Ja, ich weiß, aber ich möchte es in Frageform haben. Ja, ja. Aber jetzt die entscheidende Frage tatsächlich. Die Frage ist hier mehrfach auch gestellt worden zu diesem Erbenkomplex. Ja, warum hat er denn sich der Romantik bedient und nicht einfach gesagt, der Fühlmann spinnt? So. Antwort: Ich wähle geschichtliche Rollen und ich baue geschichtliche Masken dann, wenn ich darauf Wert lege, zu betonen, dass meine Position nicht eine abstrakte aus der Logik genommene, sondern selber eine geschichtliche ist. Hacks sagt an einer anderen Stelle, das ist der Grund, warum in der Französischen Revolution, im Konvent und so weiter, die Leute sich römisch gegeben haben, weil sie zurückweisen wollten auf die antike Republik, Demokratie, so. Das ist der Grund, warum die Streitigkeiten unter den Bolschewiki plötzlich nach der Französischen Revolution benannt wurden, stellenweise. Das heißt, in dem Moment, wo politische oder auch ästhetische Bewegungen, Positionen, Personen, Polemiken, betonen wollen, nicht nur ich sage das und das, sondern ich sage es als Bestandteil eines historischen Prozesses, und als Marxist konnte das gar nicht anders sehen als Bestandteil eines historischen Prozesses, wähle ich bestimmte historische Dinge, weil ich nach dem Bild, ne, so Hegel, Marx, Geschichte wiederholt sich immer, mal als Tragödie, mal als Farce und so weiter. Das heißt, die Historizität dieser Sache selber wird betont in dem Moment, wo ich eine neue Auseinandersetzung in alten Begriffen führe. Das ist die erste Antwort. Die zweite Antwort, wo sehe ich uns? Oder wo, vielleicht zu rekonstruieren, wo sieht Hax uns? Wenn ich die späten letzten Interviews damit reinnehme und tatsächlich auch die letzten Stück, ja, ich hätte fast gesagt Fragmente, die letzten sehr kurzen Stücke, um Gottes Willen. Ich will mich töten abermals. Sie sind halt kurz. Und man kann sie schnell aufhören, dann hat sie schnell gelesen. Und das ist normalerweise auch bei kurzen Sachen bei ihm nicht der Fall, dass man sie schnell lesen kann. Das soll man auch nicht.